In Strengberg im westlichen Niederösterreich gibt es nun ebenfalls ein Projekt, das Jungunternehmern einen Start ins Berufsleben erleichtern soll. Ein Coworking Space, warum gerade in Strengberg? Jetzt brauchen wir uns in Strengberg nicht Träumen hingeben, dass wir wie ein Umdasch oder wie auch immer Großbetriebe zu uns bringen, weil es einfach von der Flächenstruktur her nicht geht. Und so sind wir dann auf dieses Coworking Space gekommen. Es gibt jetzt hier in der Gemeinde, ist das Ganze angesiedelt, 7 Arbeitsplätze. Mit welchen Berufszweigen rechnen Sie damit oder welche wünschen Sie sich, dass sich hier angesiedelt werden? Also wir haben hier überhaupt keine Kategorisierung, sondern derzeit haben wir Architekten, derzeit haben wir EDV-Leute, jetzt kriegen wir wieder EDV-Leute. Uns ist alles recht. Im Bereich Dienstleistung wird sicherlich das Thema hier werden, wo wir dann die 7 Arbeitsplätze vollbringen. 2 sind noch frei, aber wir sind gesprächsbereit und eines kann ich Ihnen versichern, wenn wir mehrere Anfragen haben und über die 7 hinausgehen, dann wird uns mit Sicherheit was einfallen. Bei einem Kreativfrühstück wurde der Coworking Space Poststudios vorgestellt und informative Vorträge ergänzten das Networking. Die Kreativwirtschaft fördern wir insofern, dass wir versuchen, Kreativität nicht nur in den urbanen Zentren, wo sie ohne dies jetzt sehr stark stattfindet, zu haben, sondern wir wollen also die Kreativwirtschaft auch in die ländlichen Bereiche bringen. Die ländlichen Bereiche sind also auf der einen Seite mit sehr interessanten Wirtschaftsunternehmen auch bestückt, die ja jedoch aber noch nicht so sehr mit den Kreativen vernetzt sind. Und diese Vernetzung und das Auslagern in ländliche Bereiche, das ist eine Absicht, die wir versuchen zu fördern und zu unterstützen. Die Kreativwirtschaft definiert man natürlich in unterschiedlichster Weise. Wir haben uns diese Definition angeeignet. Es ist eine innovative, gestalterische Arbeit. Das heißt, der wirtschaftliche Aspekt ist ein ganz ein wichtiger. Und die Kreativwirtschaft dient auch dazu mit der klassischen, denn Innovation findet nämlich nicht nur in der wissenschaftlichen Forschung statt, sondern eben auch in diesen kreativen Randbereichen. Funktioniert ganz gut, damals war FH Wiener Neustadt beteiligt. Gregor Haslinger vom RITZ war ebenso vertreten wie Andreas Geier-Lehner von der Wirtschaftskammer Amstetten. Das ist nicht nur für die NPUs jetzt. 57% der Mitglieder der Wirtschaftskammer in Niederösterreich sind mittlerweile schon EPUs. Was ist der Grund, dass sich diese EPUs so vermehren? Wir leben in einer Dienstleistungsgesellschaft und die Entwicklung, auch wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut, geht in Richtung tertiärer Wirtschaftssektor. Das Einpersonenunternehmer ist eigentlich die Antwort auf diese Entwicklung. Hier steht Individualität im Vordergrund, Flexibilität und das ist halt leichter in Form eines Einzelunternehmens möglich, als wenn es halt breite organisatorische Strukturen gibt in einem Unternehmen. Es wird ja vielfach gesagt, dass es hier auch EPUs gibt, weil sie am Arbeitsmarkt keinen Platz mehr finden. Ist das richtig? Es gibt eine Mittelstandserhebung, wo über 70% der Befragten das Hauptmotiv angeben, warum sie in die Selbstständigkeit gegangen sind, weil sie für Selbstverwirklichung stehen und heute halt diese flexible Arbeitszeiteinteilung schätzen. 17% der Befragten haben angegeben, aufgrund der Notwendigkeiten des Arbeitsmarktes sich selbstständig zu machen. Also das Hauptmotiv liegt wirklich darin, dass man heute selber sein Schicksal in die Hand nehmen möchte und heute auch selber bestimmen möchte, wo, wann und wie man arbeitet. Keynote-Speaker war aber der gebürtige Strengberger Florian Gschwandner, der mit seiner Firma Rantastic extrem erfolgreich unterwegs ist. Wir haben gesagt, okay, wir wollen das machen und wir brauchen dazu ca. 300.000 Euro Finanzierung, damit wir losstarten können. Die Antworten, die wir bekommen haben, das ist keine Firma, das ist ein Gadget, das ist eine Spielerei. Die Leute haben gesagt, 4 Gründer, ihr streitet, das wird nie und nimmer funktionieren, vergesst es. Da waren Sachen dabei, die überlegt euch was Gescheites, macht was Richtiges, aber macht es nicht 13. Also es war wirklich so und möchte man meinen, hätten wir wirklich damals erfahrene Leute, das war nicht irgendwer gehört, würde es heute Rantastic mit 100 Mitarbeitern nicht geben und vielleicht auch einige andere Unternehmen, wo wir jetzt beteiligt sind. Also es ist schon ganz wichtig auch irgendwo, ich sage immer, es ist Naivität, aber es ist auch Sturheit und Ehrgeiz. Florian, was ist aus deiner Sicht eigentlich der Erfolg von Rantastic?
Ich glaube, das Wichtigste ist unser Team, also die Leute, die hinter Runtastic stehen. Das sind auf der einen Seite meine drei Gründerkollegen, der Alfred, der Christian und René, dass wir jetzt nach 5 Jahren Runtastic immer noch so zusammenhalten, wie wir das am Anfang gemacht haben. Auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt mit 100 Mitarbeitern ein großartiges, internationales, junges und dynamisches Team aufbauen können. Und die Idee muss natürlich gut sein, das Produkt muss gut sein, aber das Wichtigste ist der Faktor Mensch und das ist unser großer Erfolg, ist unser Team. Du hast jetzt in deinem Vortrag durchaus auch das Bildungssystem in Österreich kritisiert. Woran mangelt es an deiner Sicht am häufigsten? Ja, ich würde gar nicht anfangen bei kritisieren, sondern ich würde ja sagen, da ist noch viel Potenzial nach oben. Also das eher positiv darstellen, weil das Bildungssystem an sich ist ja gut. Aber ein Punkt, den ich angesprochen habe, der für mich ganz klar ist irgendwo das internationale Verständnis und dazu gehört auch die englische Sprache. Und mir wäre am meisten geholfen, wenn ich weiß, dass jeder junge Mensch, den es heute gibt, mit einem Alter von 12, 13, 14 perfekt oder nahezu perfekt Englisch spricht, egal welche Schulausbildung er dann oder vor sich hat oder ob er in einen Lehrberuf eintritt, weil das würde das Leben, das Denken und die Reichweite für Österreich unglaublich verändern. Du hast auch den Vergleich angesprochen zwischen Europa und Amerika, dass offensichtlich auch das unternehmerische Denken freier im Kopf ist. Was hat dich so amerikanisiert? Ja, es war natürlich auf der einen Seite, glaube ich, immer schon dieses Revoluzzer-Denken in Österreich. Auch Runtastic wäre alleine in Österreich nicht erfolgreich, weil wir brauchen einfach mehr Leute, wie es in Österreich gibt. Und auf der anderen Seite meine erste USA-Reise und immer mehr Leute dort kennenzulernen, die sehr, ich würde mal sagen, selbstbewusst aufgetreten sind, aber doch sehr freundlich dann auch waren und nicht nur übertrieben haben. Und natürlich gewöhnt man sich ein bisschen an diese positive Einstellung und ich habe dann gemerkt, wenn ich diese positive Einstellung an Leute hier in meiner Region, in meinem Umfeld weitergeben kann, dann ist das eine schöne Sache. Und ich glaube, wenn wir uns da ein kleines Stück vom Kuchen abschneiden und das nach Europa rüberbringen, nach Österreich, nach Niederösterreich, Oberösterreich, Wien, wo auch immer hin, dann kann das sehr, sehr positiv für alle sein im gesamten Auftritt und Denken der Menschen. Danke mich für das Gespräch. Danke sehr. Wunderbar. Danke sehr. Wenn nur ein Teil der Power von Florian Gschwandtner die Poststudios beseelt hat, dann kann eigentlich dort nicht mehr viel schiefgehen.